Oh, Anruf. Aha. Wer ruft mich denn um diese Uhrzeit an? Schauen wir mal. Oh, hallo Alfred. Na, wie geht's dir, alter Junge? Oh nein, wirklich? Ach du Scheiße, wirklich? Trauerfahnen in Gotham City? Nein, das kann ich nicht, Bruce, oder? Nein, nicht. Es hat Bruce erwischt. Ist Batman. Niemand kann Batman töten. Was für ein Blödsinn, Alfred. Alfred, trinkst du schon wieder? Du trinkst sicher wieder. Alfred. Na, ganz egal. Wenn ihm wirklich was zugestoßen ist, das wäre Chaos. Wer soll jetzt Gotham City retten? Niemand kann Gotham City retten und dann rufst du mir einfach telefonisch an. Oh, die Gotham Knights. Die Knights? Die Gotham Knights. Okay, Alfred, dann mach's gut und werden wir mal aktivieren, was wir aktivieren können. Die Gotham Knights. So, Leute, also, wie ihr gerade gemerkt habt, ich hatte leider gerade einen panischen Anruf. Einen panischen Anruf von Alfred, dem Butler von Batman. Oh, Entschuldigung, darf ich ja nicht sagen. Bruce Wayne. Bruce ist tot. Bruce ist tot. Scheiße. Er war Batman, wer es noch nicht von euch wusste, Bruce Wayne. Und tja, wir brauchen jetzt eine neue Kompanie, eine neue Truppe, die Gotham City rettet. Und nach dem Call von Alfred fällt mir da nur eine Partie ein. Er hat sie selber vorgeschlagen, und zwar die Gotham Knights. Und in dem Sinne gibt es heute ein passendes Unboxing, um die Crew ehrenvoll ins Rennen zu bringen, ins Rennen um den Tod von Batman zu rächen. Und zwar die Gotham Knights Collector's Edition. Ja, sogar Robin ist dabei. Die Gotham Knights Collector's Edition enthält jede Menge Merch natürlich, aber auch das neue Game Gotham Knights Deluxe Edition für die PlayStation 5, für Xbox Series X. Und was diese Collector's Edition beinhaltet und wie wir den guten Batman noch einmal rächen können, dies erfahrt ihr im Laufe des Videos. Bleibt dran, schaut weiter. Und beim nächsten Mal präsentiere ich euch das Game. Heute mal das Unboxing zur Collector's Edition der Gotham Knights. Let's go ins Unboxing. So Leute, und wie schon im Intro angekündigt, heute die Collector's Edition zu Gotham Knights. Das Game, beziehungsweise das Videospiel, welches nach dem Tod von Batman handelt. Ein Warner Brothers Game, DC Comics. Und wir werden da jetzt gleich reinsehen. Das hier, Leute, ist die Collector's Edition. Große Box übrigens. Es ist auch ein, ja, ein Preis-Leistungs-Verhältnis, über welches man streiten kann. Mit knapp 300 € kauft ihr hier die Statue oder die Figuren der Gotham Knights mit Nightwing, Robin, Red Hood und Batgirl. Also die kleine Bat Lady hier auf der Seite. Eine Steelbook Edition, beziehungsweise eher ein Buch, welches die Charaktere bzw. die Handlung beschreibt. Dann ist noch enthalten ein Augmented Reality Pin in Form eines Schlüssels und die Deluxe Edition vom Gotham Knights Game für die PlayStation 5. Noch ein paar Inhalte im Game hier, so wie soll man sagen, Kostüme, Anzüge, Inhalte des Visionaires Package, Zungenbrecher. Ja, eigene Wächteruniformen, die für die Gotham Knights bestimmt sind. Und hier noch ein paar Bilder zur Handlung. Das Spiel soll übrigens in 30 FPS laufen, was mich sehr verwundert bei der heutigen Konsolengeneration, dass da nicht ein 60er oder höher drin war. Aber okay, soll so sein. Dafür 4K Monitoring. Wollen wir uns einmal überraschen. Ich werde das Game natürlich auch für euch anzocken. Keine Frage. Aber bevor es soweit ist, heute mal zum Unboxing. Ja, wie gesagt, die Collector's Edition ab 16 Jahre, DC Comics für die PlayStation 5, gibt es natürlich auch für die Xbox Series X und S. Der Karton, ja, schön gemacht, schön, recht groß, muss ich euch auch sagen. Jück, wupp, jupp. Also wenn ihr da den Tisch seht, ich musste da wirklich eher auf einen Weitwinkel umstellen.
großes Ding. Leider durch den Lieferanten etwas beschädigt, aber okay, soll so sein, ich kann damit leben. Uns geht's um den Inhalt. Wie gesagt, die Handlung spielt nach dem Tod von Batman, die Gotham Knights wollen ihm rächen. Ja, und wie das abläuft, seht ihr dann im Game. Aber nun einmal zum Inhalt. Und für den Inhalt, wie immer, ein Messer bei Season Manu. Ja, ein Messer, diesmal ein schönes, stylisches. Nicht in die Verpackung sonst schneiden. Aber wir wollen ja hier durchkommen, wir wollen ja hier etwas zeigen. So. Oh, da war schon durch. So. Schön geputzt. Schauen wir mal, was drin ist. Wir heben einmal die Verpackung an. Messer wieder weg. So. Immer schön sichern. Sind natürlich alles zugelassene Klingen, die ich hier verwende. Aber für mein Unboxing natürlich unerlässlich. So, schauen wir mal, was die Außenschachtel da noch so mit sich brachte. Oder ob sie da noch irgendwo hängt. Hängst du, Bastard, da noch? Oh, ah ja, wirklich, mein Gott. Mein Gott. So. Au, oh, yes. Jetzt haben wir es aber offen. Gut, war ziemlich verklebt, das Ding. Aber egal, jetzt runter mit dem Spaß und raus mit der Box. Piu! Gut, ja, wie gesagt, das war die Außenverpackung. Hier nochmal die Game-Inhalte. Seht ihr nicht gern, also ich bin so auf diese Figur gespannt, auf die Helden des Games und natürlich auf das Spiel selbst, die Deluxe Edition. Hier nochmal das Steelbook in Art Ledbook-Form, also wie ein Lederbuch. Und die Inhalte, die im Spiel enthalten sind. Ja, sehr cool. Eine tiefgründige cineastische Kampagne, ja, das finde ich ja toll. So richtig Open-World-lastig soll es auch nicht sein. Und Koop, naja. Also man muss ehrlich sagen, die Bewertungen vom Spiel waren jetzt nicht die höchsten, aber es ist natürlich ein Muss für jeden Batman- oder Gotham-Fan. Und weil es ein Muss ist, schauen wir mal rein, was sich hier so abspielt. Es wird ja nicht nochmal verklebt sein. Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist übrigens die Schachtel dann. Die ist natürlich halt um einiges schon schöner. Mit den Logos der Helden, wie zum Beispiel Batgirl oder Red Hood. Oder Robin, oh Gott, wer steht auf Robin? Leute, schreibt mir in die Kommentare, wer von euch ist Robin-Fan? Niemand mag Robin, aber okay. Im Spiel soll er gar nicht so schlecht sein. Ein wahrer Nachfolger des großen Batsy. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Oh, hängt das Ding fest. Okay, was bist du? Was bist du? Damit. Mediabook. Yeah, Leute. Schön. Das ist das Buch. Ist es noch im guten Zustand? Werden wir mal schauen. Ja, sieht gut aus. Sieht okay aus. Natürlich muss man immer bei diesen Sammlerstücke und Collectors Editions auch auf die einzelnen Dinge achten. Kann natürlich auch abgenutzt da drin liegen. Man muss da wirklich auf die Seiten ein bisschen auf den Bund aufpassen. Aber hey, da haben wir es. Das ist das Mediabook zum Game. Das sind unsere Helden bitte in ja täglicher menschlicher Gestalt. Beginnend von Nightwing über Batgirl und Robin und Red Hood. Und hier oben die Helden in Heldenform. Bei Tag und bei Nacht, sage ich nur dazu. Okay, deren Waffen. Es sind natürlich DC-lastige Helden. Hier geht es gar nicht darum, dass sie Superkräfte haben, sondern sie verwenden geiles technisches Equipment, um sich durch die Horden des Bösen zu kämpfen. Auch ein cooles Batbike, also so eine Art Motorrad, welches sie verwenden. Red Hood mit den Guns. Gunman. Okay, was ist denn das für ein Ding? Ein Robo oder wie? Eigentlich lustig, da nämlich Red Hood mehr der Killer ist unter ihnen. Und das ist schon recht interessant, weil Batman ja eher die Gegner nur zu Brei schlägt oder K.O. schlägt und sie nicht immer gleich tötet, außer es passiert halt durch irgendeinen Zufall oder durch eine Gegebenheit. So, naja, sieht aber nicht schlecht aus, ne? Gotham City. Schön.
Wow. Schönes Artbook, schön gemacht, wirklich nette Fotos, ihr seht es selbst. Iceberg Lounge. Okay. Soll auch Mr. Freeze und Catwoman eine Rolle darin bekommen, wenn nicht sogar Harley Quinn. Gibt da noch so ein paar Nebenoptions im Game, wie man auch hier gut erkennen kann, die gute Harley. Ich nehme mal an, dass das da hinten sowas wie Bane sein wird. Ich lasse mich da überraschen. Ja, hier ein paar Bösewichte in verschiedenen Kostümen. Okay, und auch irgendein schreckliches Monster. Ganz interessant. Okay, hey, ein Eiswagen. Ja, cool. Sieht cool aus. Cool gemacht. Cooles Media-Book. Ja, und hier die Gang, die angeblich Batman zerlegt hat. Die Eulen, the Owls. Bin sehr gespannt auf die Handlung in Gotham Knights. Beruht so auf einem eigenen Comic-Ableger, eine eigene Darstellung. Und ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Hier die Eule. Schön dargestellt. Und hier der Disc-Aufleger für die Disc, für das enthaltene Spiel, damit man eine Art Steelbook oder in dem Fall Lederbuch hat, indem man das Spiel einlegen kann. Nette Idee, gleich in Buchform. Und sieht schick aus, ist nett. Mal ein cooler Start von der Collector's Edition. So, was haben wir hier noch? Gotham City, oh Gott, das ist ein Stadtplan. Wie cool ist denn das? Also solltet ihr mal auf Urlaub fliegen, irgendwer wird euch schon hinbringen mit großer Sponsoring, sowas wie Turkish Airlines oder dergleichen. Und ja, die Geld haben, fliegen auch nach Gotham. Und ja, was haben wir hier? Dann braucht man einen Stadtplan. Tja, North Gotham, the West End, First Church of Gotham. Oh, okay, cool. Downtown. Ah, New Gotham. Seht euch das an. Cool geschmückt. Dry Corner. Okay, coole Sache. Kann man sich dann als Poster... Also groß ist es gar nicht. Ich habe mir jetzt etwas riesiger vorgestellt. Schaut, Leute. Also so riesig ist es gar nicht. Da wackelt ja die Kamera. Ja, wenn man sie auflegt. Ja, gut. Aber egal, ist eine Map, eine Route Map und ja, alles drauf, samt Gotham Bay, werden vermutlich die Punkte sein, die man auch als Held im Spiel bereisen kann. In dem Fall handelt es sich um ein Open World Game, aber hier ist auch wieder der Punkt Open World Game, weil wirklich nicht alles verfügbar ist, die Stadt gar nicht so belebt ist. Natürlich spielt man es in den späten Abendstunden, das Spiel. Gotham ist ja meistens dunkel, aber trotzdem, ja, es wirkt jetzt nicht wie ein GTA oder Saints Row, also so richtig Open World lastig soll es ja dann doch nicht sein, aber ich lasse mich da positiv überraschen. Gut, und jetzt natürlich zum Hauptburner, das Game selbst. Schauen wir mal, was rausbekommen. Hoppala, natürlich bekommen wir jetzt raus. Was ist denn da noch? Oh, was haben wir denn hier? Oh, cool. Ein Key, den habt ihr dabei. Das sind die digitalen Inhalte. Wächter-Transmox, so quasi Spezialuniformen oder Kostüme für eure Helden. Digitaler Inhalt, deswegen halte ich gerade den Code zu, ich habe ihn selber noch nicht verbraucht. Oh, und hier schon mal ein Hinweis auf eines der Herzstücke. Collector's Edition User Guide. Oh, ja, die Helden haben die Waffen gar nicht in der Hand. Die Statue, also die Figur, beinhaltet zwar die Waffen, aber die sind extra. Die muss man dann den Kämpfern in die Hand stecken. Cool. Ein kleiner Guide. Sogar hier gibt es eine Beschreibung heutzutage. Ja, hier nochmal die Helden. Und hier die Deluxe Edition. Mit Robin, mit Nightwing, mit Batgirl und den Red Hood. Ja, wie gesagt, ihr seid die neuen Ritter der Nacht. Ihr gehört zur Batman-Familie, seid quasi die Jünger des großen Batman. Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin beschützen Gotham nun, wo Batman tot ist. Bisschen abstrus oder abstrakte Handlung für Batman-Fans, aber was soll's. Das ist die Handlung der Gotham Knights. Ich lasse mich trotzdem überraschen, trotz der nur vorgegebenen 30 FPS und naja.
Ah, die Grafik soll trotzdem geil sein. Oh, wieder mal einen Speicher von 50 GB rausfetzen, rausschießen. Diese Spiele verbrauchen alles an Speicher. Das ist unglaublich für die neue Konsolengeneration. Aber was soll's? Includes Base Game. 230 Kostüm, Bat Cycle Skin. Ah, das Bat Cycle ist das Motorrad, was ich euch vorher gezeigt habe. Und Visionary Back Content. Okay, cool. Ja, das ist das Game. Und vor allem bin ich auf ihm gespannt. Wow, Red Hood. Wer mag schon Robin? So, gut. Und jetzt. Bei dem ganzen Plastik sehr umweltschonend, diese Collector's Edition auf jeden Fall. Ja, genau. Was man da an Plastik wegwirft. Gut, es gibt aber gar nicht so viele Editions. Also man muss sich da eben mit dem zufrieden geben, was man hat. Weil wie man sieht, das ist die Zahl 12.150 von 20.000. Das heißt, ich gehöre zu den 20.000, die so ein Ding jetzt in der Hand haben. Eine Collectibles Card, die nachweist als Zertifikat, welche Nummer wir bei dieser Collectors Edition haben. Coole Sache. Das heißt, es ist limitiert. Irgendwann ist das Teil sogar mal was wert. Aber dann müsste ich wieder alles verpacken und naja, ich will das Zeug ja auch spielen. Und auch diesen Augmented Reality Pin testen, was auch immer das ist, eine Art Schlüssel. Okay, den kann man sogar mit einer App verbinden. Ansonsten ist es einfach nur ein Pin. Hey, der passt super auf meinen Herschel-Rucksack. Da sind ja schon tausende Pins oben. Cool. Sieht aber cool aus. Kann man vermutlich verwenden dann digital. Werde ich mal noch ansehen. Ja. Cooler Schlüssel. Reißen wir mal auf den geilen Shit. Sehr erfolgreich, Leute. Upp, da ist es schon. Na, gleich verbogen. Egal. So. Wow. Cool. Ha? Leute, wirklich im Pin. Also da zum Plastik abziehen, kann man dann worauf pinnen. Und ja, so sieht das Teil aus. Limited Edition. Cool. Schauen wir mal, was es kann nachher. So. Und jetzt zum Herzstück. Und zum schweren Herzstück dieser Collector's Edition. Yeah, baby, ja. Yeah. Boah. Schachtel mal weg. Rumsti bumsti. Herzstück. Wir haben hier die Gotham Knights. Als Statuen, als Sammelfiguren, quasi ein Stück Plastik, welches ja, die Helden beinhaltet. Oh, Messer. Da ist ja schon mein Säbel. Ich gleich selber reinschneiden. Mit meinem Pech säbel ich mir selber in die Finger. So, oder in den Tisch. So. Ziemlich viel Plastik, wie gesagt, in dieser Collector's Edition. Ja, wieder mal sehr umweltfreundlich, der Shit. Ja, genau. So. Okay. Gut, manche Waffen haben gleich einen Abflug gemacht, so wie ihr seht. Viel Plastik. Viel schönes Plastik. So. Ich musste mich gerade noch runterbeugen, um die Waffen einzusammeln. Aber hier sind sie. Hier ist das Herzstück. Das Herzstück dieser Collector's Edition. So. Waffe eingesammelt. So, die Elektro-Kampfstäbe des Nightwing. Die Guns, die Pistolen von Red Hood. Dann noch dieses Teil hier von Batgirl, der Schlagstock. Und natürlich der Kampfstab oder Kampfstock von Robin. Das ist die Figur, meine guten Leute, für das blättert ihr halt quasi dann mit der Deluxe Edition eure knapp 300 Euro hin. Das ist das Team der Gotham Knights. Auch der Boden, hey cool, mit den Fußabdrücken im Asphalt und den Beschädigungen von den Kämpfen. Also die Verarbeitung,
die ist schon recht schick gemacht. Auch hier die Bewegung von Nightwing, sein Kostüm mit den Falten, seine Maske, sein Blick. Auch der gute Robin sieht einmal gut aus. Moderner Style sogar. So, nicht so altbacken wie früher. Cool. Ja, Batgirl geht immer. Batgirl ist cool. Sie soll auch ziemlich gut im Spiel sein. Eine der besseren, mit der man gut sneaken kann, also sich anschleichen, um den Gegner zu überraschen. Wie der gute Batman. Und natürlich Red Hood. Red Hood, einer meiner Favorites. Quasi der Kämpfer, der Starke mit den Pistolen, mit den Magazinen am Hosenbund, mit den Kampfstiefeln, der Rote in der Mitte. Cool, oder Leute? Finde ich ganz schick. Ich bin Batgirl. Ja, wirklich cool. So, jetzt noch die Waffen ausstatten. So, das machen wir jetzt auch noch geschwind. Rein mit dir, du geile Pistole. Let's go. So, und nach langen Herumgestecke und Herumgekämpfe bekam man dann nun doch endlich die Waffen durch deren Armvorrichtungen, durch die Löcher. Die sind echt sehr eng geschweißt, also das Plastik ist recht hart, durch welches die Waffen durchgeschoben werden müssen. Da müsst ihr echt ein bisschen Kraft aufwenden. Am Ende zahlt sich's natürlich aus. Da kann man dann natürlich dann noch nachjustieren, nachdrücken, verfeinern, aber prinzipiell sieht es dann so aus. So ist die fertige Figur, wie sie euch geliefert wird. Das sind die Gotham Knights als Statue zur Deluxe Edition. Coole Sache, oder? Oh! Ja, wie gesagt, mit dem Durchbohren der Waffen kämpft ihr etwas, da ist wieder das Plastik etwas nicht so hochwertig gelungen, aber sonst sieht sie ja echt geil aus. Gefällt mir sehr, ist top, ist mega, ist eine Collector's Edition. Und in dem Sinne natürlich nochmal alles auf den Tisch von diesem schönen goldenen Fisch. So, das Game. Oh, das Buch. Yes. Der Schlüssel und mein Nachweis für die Collector's Edition. Das, Leute, ist alles enthalten. Das bekommt ihr für den Preis. Natürlich noch digitale Inhalte. Aber ansonsten war's das. Ihr müsst jetzt selber abwiegen. Zahlen sich für mich diese knapp 300 Euro aus? Möchte ich das für so etwas hinlegen oder auch nicht? Viele von euch werden sich denken, nö, auf keinen Fall. Ich bin ja großer Batman-Fan, wie am Anfang schon erwähnt. Und für Fans ist natürlich das Spiel geil und natürlich auch die Collector's Edition sehr interessant. Wie sich das Spiel nun selbst spielt, dies werde ich euch dann noch beim nächsten Mal präsentieren. Es genügt einmal jetzt für mein Unboxing. In-Game-Content kommt dann noch genug, vor allem im PS5-Style. Jetzt habe ich ja wieder mehr Speicher, dadurch eine Speichererweiterung, eine FireCuda SSD mir eingebaut habe. Gibt es natürlich auch ein Video dazu, seht es euch an, hier auf Season Mano. Und sonst, ja, bin ich recht zufrieden. Werden wir gleich dann das Spiel einmal einlegen. Gotham Knights für die PS5. Und das Batcycle. Und ja, coole Sache. Gleich mal testen. Gleich mal damit auch den Koop-Modus testen, ob sich der auch wirklich auszahlt. Und in dem Sinne hoffe ich, ihr hattet Spaß mit meinem Unboxing. Bin sehr gespannt auf die Deluxe Edition. Und wie gesagt, ich liebe euch. Wie jedes Mal, lasst einen Daumen nach oben hier und lasst Abos hier. So können wir weitermachen. So kann ich euch mehr Videos präsentieren. So bilden wir ein Team. Und ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Let's go.